Das Geschlecht spielt eine entscheidende Rolle in unserer Gesellschaft, in welche Chancen du hast, welche Horizonte dir offen stehen, wie viel du verdienst, welche Sportarten du spielst. Beim ersten Kind bekam ich eine Bügelmaschine. Das war 71, hochmodern. Alle haben immer diesen Bauch gesehen und alle haben immer nur noch mit mir über diesen Bauch geredet und über diese Schwangerschaft. Und ich dachte immer, ich bin noch mehr als jetzt nur so eine Mutter. Beim zweiten Kind bekam ich eine Geschirrspülmaschine. Hobbytechnisch habe ich sowohl Ballett getanzt als auch Kickboxen gemacht. Wenn ich für meine Enkelin zum Beispiel Spielzeug kaufe, dann stehe ich irgendwie in einem Paradies von Rosa und Pink. Komischerweise. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Beim dritten Kind eine ganz tolle Nähmaschine. Sehr teuer. Der Mercedes unter den Nähmaschinen. Ehrlich gesagt ist es für mich nicht negativ behaftet gewesen, jemals Frau zu sein. Also was Erwartungshaltung angeht oder was Möglichkeiten angeht, sondern eher, ich kann alles. Also ich wurde so erzogen, dass ich glauben kann, ich kann alles. Ich habe meinen Realschulabschluss gemacht, eher schlecht als recht. Dann wusste ich nicht, was ich machen soll, habe gedacht, ich werde vielleicht Konditorin. Ich habe dann eine Absage gekriegt mit der Begründung, ja, ich wollte mal wieder einen Mann einstellen und nicht schon wieder eine Frau. Eigentlich konnte ich mir das jetzt nicht so aussuchen, was ich gerne machen wollte. Ich war jetzt nicht die, die mit Puppen gespielt hat oder die Röckchen getragen hat, sondern ich habe eigentlich auch als Kind schon immer ganz kurze Haare gehabt, habe von meiner Mutter immer irgendwann Lederhosen angezogen bekommen, weil ich alles, was ich angezogen habe, sofort kaputt gemacht habe durch auf Bäume klettern und sonst was. Ich bin ja in den 80er Jahren geboren und hatte einen Kindergeburtstag und wir haben tatsächlich zwei Kinder unabhängig voneinander so ein Kehrblech-Set geschenkt. Und ich habe gedacht, was soll ich denn damit? Also so zum Spielen. Da dachte ich, ich spiele doch nicht putzen, wie absurd ist das denn? Mein Frauen- und Männerbild ist entstanden durch meine Erziehung. Mein Vater ist im Krieg gefallen und ich wurde dann erzogen von meiner Mutter, meiner Großmutter und meiner Großtante. Entsprechend sollte ich lieb und brav und vorsichtig werden. Ich wurde praktisch erzogen, um eine gute Ehefrau zu sein. Die konnten sich das auch nicht anders vorstellen. Als ich Lehrerin wurde, war ich schon verheiratet. Da musste zum Beispiel mein Mann unterschreiben, dass ich arbeiten darf. So viel zur Gleichberechtigung. Ja, wenn ich irgendwie als Frau geäußert habe, dass mir etwas nicht passt, wenn ich Veränderungen irgendwie im ersten Moment doof fand, dann wird das auch immer direkt auf die emotionale Schiene geschoben. Und dann wird gesagt, ach, stell dich nicht so an und sei nicht so zimperlich. So, jetzt sei doch mal nicht so zickig oder warum bist du jetzt so zickig oder hast du deine Tage? Die Voraussetzungen waren ganz und gar nicht so, als dass ich hätte ahnen können, was ich in meinem Leben alles erreichen könnte. Meine Mutter hat mir sehr früh vermittelt, dass es eine große Enttäuschung war, als ich geboren wurde, weil ich ein Mädchen war. Sie hatte sich einen Jungen gewünscht und das hat sie ihr Leben lang auch gepflegt. Und als der Stammhalter dann 4 Jahre nach mir kam, war auch eindeutig klar, dass das eine andere Erziehung, eine andere Wertschätzung ihm gegenüber ist, eine andere Form von Schulbildung für ihn vorgesehen war als für mich. Meine Mutter hat sogar gesagt, ich brauche gar keine Lehre machen. Ach, geh doch einfach ins Büro und du heiratest ja doch mal irgendwann. Was willst du jetzt mit einer großen Ausbildung? Da kannst du gleich Geld verdienen. Das waren die Ansicht meiner Eltern, ja. Aber ich habe wenigstens eine Lehre gemacht.
Ich hätte gar nicht so schlechte Rente als Krankenschwester, wenn ich durchgearbeitet hätte. Ging ja nicht. Das bedeutet für mein Leben, dass mich also 11 Jahre lang Rentenzahlung, wo ich die Kinder erzogen habe, wo ich zu Hause war und danach nur 2 Jahre auch noch halbtags gearbeitet habe, dass ich entsprechend Rentenpunkte dafür habe. Also eine kleine Rente. Es kann nicht sein, dass ein Mann oder eine Frau Kinder erzieht und für diese Zeit nachher in die Altersarmut vielleicht kommt, wie es mir passiert ist. Also das darf nicht sein. Rente. Ich sage ja nicht guten Tag, ich bin Tischlerin. Man sieht mich erstmal als Frau, was ja auch total in Ordnung ist. Aber wenn es dann so in handwerklichen Bereichen geht, muss ich mich eigentlich immer beweisen, dass ich immer irgendwie was sagen muss, wer ich bin, was ich mache, damit ich dann ernst genommen werde. Ne? Gerade so in diesen Bereichen. Das stört mich. Ja, das versteht sie eh nicht. Das muss man ihr mit einfachen Worten erklären. Und das hat mich wirklich manchmal zur Raserei gebracht. Ich habe... Ich würde sagen, dass die Nachteile des Frauseins in unserer Gesellschaft auf jeden Fall strukturell sind. Dass ich als Frau das Gefühl habe, ich muss mich wesentlich mehr anstrengen, ich brauche viel mehr Kraft und Energie. Gerade im Job müssen Frauen immer so ein bisschen mehr zeigen, was sie können. Machen häufig die Care-Arbeit. Dass sie sich auch immer dafür rechtfertigen müssen, egal welches Modell sie leben, ob sie jetzt Hausfrau sind oder ob sie arbeiten gehen. Man kann es eigentlich nicht so richtig recht machen. Aber Vorteile, eine Frau zu sein. Mir fällt wirklich kein Vorteil an, Frau zu sein. Das ist doch bitter, oder? Mir müsste doch irgendwas einfallen, wo ich denke, das ist vielleicht ganz cool. Also, ich möchte schon Frau sein aus dem einfachen Grund, weil ich Kinder bekommen kann. Ich finde, die Geburt ist ein Erlebnis. Das kann sich also gar kein Mann vorstellen, was das für ein tolles Erlebnis ist, wenn das Kind da ist. Ich war, glaube ich, kurz vor der 29, als meine Tochter geboren ist. Ich bin verliebt gewesen in dieses Kind und bin auch total aufgegangen in der Mutterrolle. Und mein Verhältnis zu meiner Tochter ist eigentlich ein tolles Verhältnis. Alles das, was ich entbehren musste, versuche ich ihr zu ermöglichen. Ich versuche, sie zu unterstützen und zu fördern, wo es geht. Auch wenn das jetzt Ideale sind, die nicht meine Ideale sind, sondern ihre. In meinen Erinnerungen war das eigentlich immer recht frei. Und ich durfte mir mal aussuchen, wie ich mich verhalte und wie ich quasi Mädchen bin und wie ich Frau bin. Ich bin 18 Jahre alt und mache nächstes Kalenderjahr Abitur. Und danach geht es dann so richtig los mit Uni und Studium und was weiß ich. Ich habe mit meiner Mama da auch schon mal darüber geredet, wie das bei ihr so war, als sie 18 war. Und sie meinte zum Beispiel, dass sie dann irgendwie sehr selten einfach auf Geburtstagsfeiern und so durfte. Und wenn überhaupt, dann um 10 zu Hause sein musste und Klassenfahrten und so waren eh ein heikles Thema. Und also das war bei mir, wie gesagt, überhaupt nicht so. Ich habe eigentlich eine sehr, sehr moderne westliche Erziehung genießen dürfen. Jeden Tag so, ne? Meine Mutter hat vieles einfach nicht toleriert. Ich konnte mit ihr nicht ganz so offen sein, wie meine Tochter das heute mit mir ist. Sie hat viel mehr Einschränkungen geboten, nicht zuletzt auch ja, mit kulturellem Hintergrund. Auch gesagt hat, das gehört sich nicht. In der türkischen Kultur machen wir das nicht. Wobei ich halt in Deutschland gelebt habe, mit einem deutschen Umfeld. Und das sind so Momente gewesen, unter denen ich sehr gelitten habe auch. Und die ich nicht verstanden habe und das versuche ich einfach bei meiner Tochter anders zu machen. Ich war mir tatsächlich immer nicht so sicher, ob ich überhaupt ein Kind möchte, weil ich immer dachte oder auch von anderen Müttern gehört habe, wie es so mit Kind ist und immer dachte, oh Gott, dann ist mein Leben ja vorbei. Und mein Mann hat immer nur gelacht und meinte, also zum einen ist das Kind ja nicht ewig klein und zum anderen bin ich ja auch noch da. Da mussten wir gar nicht diskutieren. Für den war das immer klar, dass er, wenn er auch ein Kind haben will, dann will er auf jeden Fall auch viel
Zeit mit ihm verbringen und auch Sachen übernehmen. Und er hat tatsächlich in vielen Teilen hat er einfach viel mehr Spaß als ich, muss man auch sagen. Also diese paar von diesen klassischen Hausfrauenarbeiten sind für meinen Mann quasi schon Ausgleich und Hobby. Sowas wie Kuchenbacken zum Beispiel. Macht ihm viel Spaß. Mir nicht. Also ich glaube, dass die Gesellschaft schon so ein bisschen erwartet, man heiratet und dann wird man immer wieder gefragt. Und, wie sieht's aus mit dem Kinderkriegen? Und das setzt einen natürlich unter Druck, auch wenn man dann halt zum Beispiel ja wirklich die Pille abgesetzt hat und sagt, ich möchte jetzt Kinder kriegen und es klappt halt nicht auf Anhieb. Also wir haben ja 3 künstliche Befruchtungen und eine, wir hatten dann noch Eizellen eingefroren und haben diesen Versuch auch noch gemacht. Und es gab wirklich Zeiten, wo ich mich sehr verrannt habe und wo ich auch sehr, ja, irgendwie Probleme damit hatte oder auch mit dem Frausein gehadert habe. Für mich war einfach, zum Frausein gehörte für mich immer Kinderkriegen dazu. Und man hat dann auch irgendwie Angst, bin ich eine richtige Frau, wenn ich keine Kinder kriegen kann? Wie habe ich mir früher mein Leben mit 35 vorgestellt? Ehrlich gesagt anders, also nicht Single und kinderlos. Ehrlich gesagt habe ich schon gedacht, also ich habe mir gewünscht und gedacht und eigentlich auch erwartet, dass ich mit Mitte 30 Kinder habe und einen Partner. Ich setze mich jetzt ganz anders damit auseinander, konkreter, ob ich überhaupt Kinder möchte. Wenn ich jetzt ein Kind selbst in die Welt setze, was bedeutet das für meinen Körper? Was bedeutet das für mich finanziell? Ich habe mich mit meiner Ärztin, mit meiner Gynäkologin gemeinsam dazu entschieden, mir die Gebärmutter zu entfernen. Ich möchte einfach diesen Cut haben, wo ich wirklich sagen kann, so, jetzt kann ich nicht mehr schwanger werden. Das Thema hat sich jetzt für mich erledigt. Auch wenn man jetzt so hinsichtlich des Klimawandels und so weiter sich das alles mal anschaut, ist das keine Welt, die ich als lebenswert erachte für Kinder. Und ja, bei mir kommt dann noch dazu der Aspekt, dass ich selber viel mit Mobbing, also viele Erfahrungen mit Mobbing machen musste und auch mit anderen, mit anderen Formen von psychischer Gewalt. Und ich einfach nie dieses Gefühl haben möchte, dass das meinem Kind eventuell auch zustößt. Ich sehe gerade auch auf sozialen Medien und so immer noch sehr viel Hass unter Frauen, was gerade so Bodyshaming und solche Sachen angeht, dass man halt eben die Körper anderer Frauen verurteilt. Hüftspeck, Thigh Gap, Hängebrüste, Schlammerarme. Der Druck ist einfach unfassbar groß von außen. Ich habe tatsächlich lange Jahre auch eine Essstörung gehabt, deswegen. Ich habe noch nie gehört, dass ein Mann über Problemzonen gesprochen hat. Dieses Wort Problemzonen, die haben nur Frauen für sich gekapert. In meinem Haus dürfen sich Frauen vor meiner Tochter nicht ihre Mängel gegenseitig erzählen, zum Beispiel. Es sind so ein paar Regeln, die ich aufgesetzt habe, damit meine Tochter damit nicht konfrontiert ist, weil wenn das passiert, dann fängt sie ja an sich selber zu zweifeln. Dazu muss man sagen, meine Tochter ist ein schwarzes Kind in einer mehrheitlich weißen Gesellschaft. Das heißt, ich habe noch mal eine extra Arbeit dafür zu sorgen, dass sie sich sieht. Findest du eigentlich, dass Mädchen manche Sachen besser können als Jungs? Jo. Was kannst du denn besser als Jungs das können? Singen. Was noch? Tanzen. Ja, das stimmt. Ich bin unglaublich stolz darauf, dass ich als alleinerziehend es schaffe, mein Leben wirklich total voll zu leben und Dinge zu tun, die viele selbst in Partnerschaften nicht hinbekommen.
Ich bin aufgewachsen in einer Familie mit ausschließlich eigentlich alleinerziehenden Müttern. Also meine Mutter, meine Tante, meine Oma war alleine. Das bedeutet, dass ich immer schon wusste, dass Frauen Familienoberhäupter sein können. Ich wusste auch schon immer, dass Frauen verdienen können und arbeiten können. Naja, die haben am Anfang gesagt, naja, zwei Frauen, wie soll das gehen? Die haben ein ganzes Haus und wer soll das bezahlen? Wer soll da die Bilder an die Wand bringen? Super. Mickey ist unser Geldgeber, würde ich fast sagen. Nein, sie verdient das Geld und ich bleibe zu Hause, weil ich das Geld, was sie verdient, einfach nicht verdienen kann in der Zeit, in der ich arbeiten gehe. Also war von vornherein klar, wenn wir noch ein Baby bekommen, muss ich es austragen und ich bin auch diejenige, die dann zu Hause bleibt und sie bringt das Finanzielle an uns ran. Ja, ich bin Soldatin bei der Bundeswehr. Von daher ist das klar geregelt. Wäre es andersrum, wäre ich zu Hause. Also, aber ich finde es halt wichtig, dass man zu Hause ist für die Kinder. Eine Frau muss nicht arbeiten gehen können und Kinder großziehen können. Entweder zieht sie Kinder groß oder sie geht arbeiten. Fertig. Ich habe gearbeitet bis zur Geburt und war auch, glaube ich, nach den 4 oder 6 Wochen danach war ich auch wieder in der Backstube. Mein Mann hat sich um das Kind gekümmert. Da gab es ja auch Zeiten, die extrem anstrengend waren und wo ich wirklich viel gearbeitet habe und meine Kinder wenig gesehen habe und manchmal das Gefühl hatte, ich weiß eigentlich gar nicht, was hier zu Hause los ist. Wenn sich mein Mann und meine Tochter am Tisch unterhalten haben und ich überhaupt nicht wusste, worüber reden die eigentlich und gedacht habe, ach, dann kann ich ja wieder arbeiten gehen, dann störe ich hier auch nicht. Also sowas hat es ja auch gegeben. Wir hatten die Chance, ins Ausland zu gehen, nach Südkorea, da als die Kinder groß waren. Ich habe erkannt, dass ich mit meinem Beruf Lehrerin und für Deutsch als Fremdsprache ein gefragter Typ war und war sowas von glücklich und erfolgreich. Ich habe mich nur auf meinen Beruf konzentriert. Ich habe eigentlich gelebt wie ein Mann. Schlimm war was für meine Familie. Die habe ich Kummer gemacht dadurch, durch meinen Alleingang. Und das ist auch nicht wieder gut zu machen, der Schaden, der damals erreicht wurde. Sie haben mir verziehen. Ich gehöre dazu, aber das ist da, das geht nicht weg. Ich arbeite als Referentin für Unternehmenskommunikation und ich habe, nachdem ich mein Kind bekommen hatte, nach 8 Monaten wieder angefangen zu arbeiten und Vollzeit, während mein Mann in Elternzeit war. Und danach haben wir beide auf 30 Stunden reduziert und haben uns danach das Kind und die Arbeit um den Haushalt aufgeteilt. Ja, das geht so nicht raus. Also ich glaube, eigentlich gibt es für uns als Familie, sage ich mal, nur Vorteile. Was wir aber schon merken, dass wir wenig Zeit zu zweit haben. Wir haben ja eigentlich erst frei, wenn Niklas im Bett ist. So, das merken wir schon. Dann müssen wir natürlich auch manchmal noch Sachen erledigen oder sind dann müde oder gehen früher ins Bett. Und anstatt dann irgendwie so einen romantischen Abend auf dem Sofa, machen wir dann tatsächlich auch eher noch eine Runde Netflix und dann gehen wir ins Bett, ja. Liebe ist Kader. Tatsächlich. Das ist, beschreibt eigentlich alles. Die Liebe zu meinen Kindern ist natürlich eine andere Liebe, aber Kader ist Liebe. Ich bin damit aufgewachsen, dass das krank ist. Also das wird nicht toleriert, das gibt es nicht. Unsere Kinder wachsen sehr offen auf. Sie sollen sich nicht dafür schämen, dass sie zwei Mütter haben. Das ist ganz wichtig. Und dass sie auch stolz darauf sind, ein wenig das auch zu sagen. Ne? Hier, ich habe eine Mickey und ich habe eine Mama. Also am Ende sind wir ein ganz normales Paar. Ne? Egal ob Mann oder Frau oder Frau oder Frau oder Mann.
wir haben genau die gleichen Beziehungsprobleme. Ne? Ob das Essen nicht schmeckt, wer sich jetzt um das Bad kümmert oder sonst was. Da ich ja das zweite Mal geheiratet habe, war mir ziemlich mulmig, ob ich vielleicht die richtige Entscheidung treffe oder ob ich was Falsches mache. Und ich hatte ihn gefragt, könntest du dir vorstellen, dass wir unsere Ehe jedes Jahr verlängern um ein Jahr? Weil dann müsste ich nicht länger bleiben, als ich vielleicht will. Und wir machen dieses Ritual. Wir werden es jetzt im Dezember das 28. Mal haben. Und ich bin ziemlich sicher, es wird auch dieses Jahr eine Verlängerung geben. Das gibt so ein Gefühl von Unabhängigkeit, von Freiheit, obwohl man natürlich miteinander verheiratet ist. Ich würde nicht sagen, dass ich oder mein Leben vollkommener wären mit einem Partner, sondern eher, dass eine Lücke schließt, die kein anderer schließen kann. Ich habe ein total erfülltes Leben, ich habe sehr viel Liebe um mich rum, aber diese gewisse eine Person, die dann einfach in Momenten, wo man alleine ist, da ist, das wünsche ich mir einfach. Dieses Gefühl der Einsamkeit manchmal, das kann irgendwie, können auch Freundinnen oder Familie nicht stillen. Der Kinderwunsch ist schon eine sehr große Belastung für eine Beziehung. Ich habe sehr viel Unterstützung halt auch gebraucht und ich habe es sehr gebraucht, dass mein Mann mich auffängt. Und man hat dann auch irgendwann einfach Ängste, dass man sich so in diesem Wunsch verrennt, dass der Mann vielleicht irgendwann sagt, ich mache das nicht mehr mit, ich kann das nicht mehr. Aber im Endeffekt hat es dann hinten raus die Beziehung dann auch sehr gestärkt, weil man dann, weil man zusammensteht, weil man sich unterstützt und hilft und man geht gestärkt aus dieser Situation dann auch irgendwann raus. Als die Kinder aus dem Haus gingen, da standen wir einsam und alleine, jeder auf seiner Seite. Die Trittsteine waren weg. Eine Beziehung habe ich nie wieder aufgebaut. Ich habe es mehrfach versucht, durchs Internet, durch Zeitung. Man wollte mir die Welt erklären. Und ich lasse mir nicht die Welt erklären. Die Männer in meinem Alter sind von denselben Müttern erzogen wie ich. Das, was ich will, weggehen, ausgehen, nicht Restaurants, tanzen, was sehen. Nicht, dass man mir Paris zeigt. Nein, ich will es erleben. Das war nicht da. Und es waren eben auch die, die wirklich ernsthaft Interesse hatten, die waren dann fast 10 Jahre älter als ich. Weil die in meinem Alter orientieren sich nach 15 Jahre jünger. Als Alleinerziehende ist natürlich die Frage so nach Dating und so eine andere. Du bist halt wählerischer, weil du dir gut überlegen musst, wen du in dein Leben reinlässt und wen nicht. Logistik, also einfach mal ein Bier trinken gehen, ist halt nicht so einfach. Da ist ein ganzer Rattenschwanz dran. Diese gesellschaftliche Entwicklung rund um Dating-Apps zum Beispiel sind halt überhaupt nicht förderlich, weil der Gedanke so, ja, bist du spontan, wollen wir jetzt was trinken gehen, ist so, ja, nee, ich möchte jetzt erstmal einen Monat mit dir schreiben, um zu überlegen, ob es mir wert ist, einen Plan zu machen, um dich dann zu treffen. Ich bin unglaublich ungeduldig. Ganz oft führt es auch dazu, dass ich wie so ein Extremverhalten irgendwie an den Tag lege, dass ich sage, jetzt sofort brauche ich Zuneigung und Liebe in Form von irgendwie Sex oder Leidenschaft. Wenn man sich das Sortiment von Sexspielzeug jetzt zum Beispiel mal anguckt, ist das Sortiment für Frauen viel, 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 viel größer als das Sortiment für Männer. Wenn man sich Pornos anguckt, ist es wieder andersrum. Es geht immer sehr viel um den männlichen Orgasmus beim Geschlechtsverkehr, aber sehr wenig um den weiblichen. Und ich habe selbst auch, also ich selbst als Frau, gar nicht gewusst, was ein Orgasmus ist. Also ich habe das ganz lange nicht erfahren. So, also ich wurde nicht aufgeklärt darüber. Ich wusste es einfach nicht. Und ich habe ganz lange geglaubt, dass eine Frau, also wenn der Mann gekommen ist, hat die Frau auch ihren Orgasmus. Er hat wahnsinnig viel Verständnis für meine nicht aufhörenden Bauprojekte. Unterstützt mich da viel. Wir gehören zusammen, aber jeder führt sein eigenes
Leben im Sinne von Hobbys und Freunden. Das finde ich eine gute Mischung. Wichtig ist eigentlich das Sprechen. Das Miteinander sprechen, Vertrauen zu haben und zu wissen, das ist die Beziehung, die ich führen möchte. Hier fühle ich mich wohl. Hier bin ich im sicheren Hafen. Ich bin mal joggen gewesen und von hinten kam ein Radfahrer und hat mir einfach auf den Hintern geschlagen und ist dann weitergefahren. Und ich war im ersten Moment war ich total geschockt und bin dann aber so wütend geworden, dass ich dem hinterhergerannt bin. Und ich habe den aber leider nicht mehr zu packen gekriegt, sonst hätte ich den glaube ich, einfach zurückgeschlagen. Und als ich das meinem damaligen Freund erzählt habe, das macht es fast noch schlimmer, meinte der nur, ach, wieso, sieh das doch als Kompliment. Und das macht mich fassungslos, weil ich so denke, das ist ein gebildeter Mann gewesen, warum sagt der sowas? Sätze wie, ich kann das gar nicht wiederholen. Nee, ich weiß gar nicht, ob ich das wiederholen möchte. Mir ist es schon sehr regelmäßig, gerade in der Diskothek passiert, dass man betatscht wird, im Schritt, am Hintern, an den Brüsten. Das finde ich halt einfach schade, dass es in der Gesellschaft immer noch so sein muss, dass man immer nie weiß, was einen erwartet. Oder wenn man nachts alleine im Dunkeln halt durch die Stadt geht oder sowas, dass man sich da immer fürchten muss und immer gucken muss, okay, wer läuft jetzt vor mir oder hinter mir auf der Straße, mal eben die Straßenseite wechseln muss, wenn da dann halt eben irgendwie eine Gruppe von Männern auf einen zukommt oder so. Also das sind halt so Sachen, da fühle ich mich unwohl. Es ist teilweise so subtil. Das heißt ja nicht gleich, dass ich körperlich belästigt werde. Aber auch in der Sprache steckt so viel Diskriminierung drin, dass es einem oder mir oft die Sprache verschlagen hat. Übergriffe im Sinne von in einer Sitzung, wo jemand seine Zigarre ansteckte und mir irgendwie mitteilte, er könne sie jetzt auch nicht ausmachen. Und ich sollte doch erstmal an seiner Zigarre saugen, damit ich verstehe, warum man Zigarren raucht. Du hast so einen schönen großen Mund oder so schöne große Lippen und kannst bestimmt gut blasen. Oder Sätze wie, wann haben wir eigentlich mal Sex? Du siehst so geil aus. Also ich meine, so ein Sprich ist es. Wow. Wenn es sexistisch wird und einfach frauenfeindlich, sehe ich es für mich einfach als Pflicht, den Mund aufzumachen. Also ich will meinem Sohn auf jeden Fall mitgeben, dass er lernt, dass Frauen keine Objekte sind. Das ist ja anscheinend auch noch nicht in diesem Jahrzehnt oder Jahrtausend bei allen Männern angekommen. Aber es sind natürlich ganz viele verschiedene Sachen. Ich will ihm auch beibringen, dass Frauen auch selbstständig sein können, dass Frauen auch stark sein können, dass es eigentlich keine Klischees geben muss. Jetzt muss ich gleich weinen, ich bin so emotional dabei. Ich habe eine innere Gewissheit, dass jeder Mensch vor Gott geliebt ist und gleich ist. Ich bin ja in der Kirche sehr aktiv. Und gerade in der katholischen Kirche, zu der ich ja gehöre, da ist es immer noch so, dass absolut Männer den Frauen ihren Platz zuweisen. Das muss ein Ende haben, das kann nicht mehr so weitergehen. Wenn ich mir für Frauen was wünschen könnte, würde ich mir wünschen, dass sie gleichgestellt sind in allen Ebenen. Egal, ob es politisch, ob es beruflich, ob es familiär ist, sondern dass Frauen einfach gleichgestellt sind. Ja, Mutti. Hallo? Ich habe mir angewöhnt, dass ich Frauen einfach noch viel mehr lobe und ihnen diese Anerkennung gerne selber auch gebe, um so ein Solidargefühl zumindest entstehen zu lassen, dass man als Frau, muss man, wenn wir es nicht selber sehen, ja, wer dann? Ich würde immer sagen, ich fange bei mir an, weil ich mich selber verändern kann, aber ich kann nicht unbedingt erzwingen, dass sich die anderen ändern.